Herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Online-Psychotherapie. Dazu haben wir in diesem Interview zwei Personen eingeladen. Zum einen Uwe Kammschulte, einen der Gründer von Mentavio, einer Internetplattform für psychologische Online-Beratung. Und zum anderen die Diplompsychologin Franka Cerutti, die Mentavio als Therapeutin nutzt und deren Praxis nicht weit vom Ennepe-Ruhr-Kreis entfernt ist, nämlich in Rheinberg. Ich freue mich, die beiden begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Frau Cerutti und Herr Kammschulte. Guten Tag, hallo. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich würde gerne mit Herrn Kammschulte beginnen. Wie eben schon erwähnt, Sie sind einer der Gründer der Plattform mentavio.com. Wie kamen Sie und Ihre Mitbegründer auf die Idee, eine Plattform für Online-Therapien und Online-Coaching zu starten? Es gab doch bestimmt einen Auslöser, also eine Geschichte, die den Stein ins Rollen brachte. Genau, den Auslöser gab es natürlich. Den hatte mein Mitgründer, der Daniel Bosch. Wie so immer oder wie in vielen, vielen Familien hatte auch er einen Fall von, ja, ich suche einen Therapeuten aufgrund einer Trennung seiner Schwester. Und Grund dessen hat er sich gefragt, warum kann man das eigentlich alles auch nicht online machen? So, und das war der Auslöser vor bestimmt, ich würde glauben, 5 Jahre ist das her, wo wir mal drüber sprachen. Wir kennen uns ja alle, die Gründer auch schon lange. So, und da gab es noch kein Angebot? Nee, genau, es gab kein Angebot. Sicherlich gab es vielleicht einzelne Therapeuten, die online was anboten, ja, aber das hat man so auch nicht gefunden. So. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben bei Skype auch Bedenken, ja, wenn man das mit Skype macht, aufgrund der Datenschutzproblematik, die hatten wir früher schon, gerade so im medizinischen Bereich, und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht, haben nichts gefunden, haben uns informiert, was bedeutet eigentlich Online-Therapie, was heißt eigentlich Therapie, was ist Beratung, und sind haben gestartet eigentlich mit einer Umfrage, weil unser Angebot zielte aufgrund dessen, dass die Krankenkassen sich nicht sozusagen oder es nicht erlauben, auch die Bundestherapeutenkammer nicht erlauben, eine Online-Therapie durchzuführen, nur in sehr begründeten Ausnahmefällen, da kann vielleicht Frau Cerutti auch was sagen, haben wir uns auf die Suche gemacht und haben uns gefragt, würde auch jemand selbst eine psychologische Beratung im Internet annehmen und bezahlen? So, und das war der Auslöser. Wir haben eine Umfrage gestartet mit unserem Mitgründer, dem Psychologen Benjamin Übel. Er hat eine Agentur hier in Berlin. Wir haben eine Umfrage gemacht bei 235 Menschen und haben dort gezielt 20 Fragen gestellt. Und das Ergebnis war eben so gut, dass wir gesagt haben, gut, wir starten das Projekt. Haben uns einige Investoren gesucht, Business Angel, und haben die Plattform programmiert und sind seit mit Habio eigentlich seit letztem Jahr richtig online und haben heute 258 Psychologen, Therapeuten, ärztliche Psychologen, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie. Sie sagten gerade, dass die Krankenkassen eine Online-Therapie nicht bezahlen. Auch keine privaten Kassen, auch nicht anteilig? Also wir sind mit vielen Kassen im Gespräch und es herrscht eigentlich zum Teil Unwissenheit, Ratlosigkeit, weil auch hier jedes Bundesland offensichtlich was anderes macht. Die einen probieren Online-Therapie aus, wenn, es gibt so Bedingungen, ja, wenn der Patient, Klient bekannt ist, die Diagnose in der Praxis gestellt wurde, kann eine weiterführende Online-Therapie stattfinden. So, und das handhabt aber auch jedes Bundesland anders. Also die Bundestherapeutenkammer ist da gefragt, um hier sozusagen Aufklärung zu schaffen, aber sie bekommen es anscheinend nicht so richtig hin. So. Und deshalb, ganz kurz, Frau Cerutti, wie sieht das in Nordrhein-Westfalen aus? Wenn Sie einen Patienten haben, können Sie ihn dann weiter auch online betreuen und die Krankenkassen bezahlen das? Nein, das darf ich bisher nicht. Allerdings ist die Entwicklung da im Gange. Und zwar ist in diesem Mai, also Mai 2018, das sogenannte Fernbehandlungsverbot gekippt worden. Also zuvor war es so, dass alle Krankenkassen
relevanten Leistungen face-to-face erfolgen mussten. Also auch Hausärzte mussten rausfahren und durften nicht die technischen Möglichkeiten, die es ja schon lange gibt, das Telefon oder Videochat oder sowas nutzen, um mal ganz kurz mit Patienten in Kontakt zu treten. Und weil dieses Fernbehandlungsverbot das einfach nicht ermöglicht hat. Ja, aber angesichts der technischen Entwicklungen konnte sich da die Ärztekammer auch nicht mehr verschließen und hat im Mai dieses Verbot aufgehoben. Das heißt, unter bestimmten Umständen wird es in Zukunft erlaubt sein, wie der Herr Kampschulte schon sagte, Patienten, die man bereits aus der Praxis kennt und wo man die Diagnose auch schon kennt, mit anderen technischen Möglichkeiten, zum Beispiel Telefon oder Videochat oder so, zu betreuen. Allerdings gibt es da in NRW noch keine gesetzliche Grundlage für. Das heißt, man muss noch warten, ganz einfach. Genau, oder bis dato ist es einfach so, dass alles, was mit Online-Beratung und Therapie zu tun hat, einfach eine eigen zu zahlende Leistung ist. Was ja nicht ganz günstig ist. Das stimmt. Da würde ich mal einwerfen, weil... Bitte? Genau, also ich finde es, wir haben auch so ein paar Diskussionen bei Facebook, das ist ja nicht günstig, es ist ja ganz schön teuer. Da ist immer die Frage, es geht um die eigene psychische Gesundheit und nicht, also die Leute bringen ihr Auto zu einer Werkstatt und bezahlen ohne zu zucken 120 Euro pro Stunde, damit einer an dem Auto rumschraubt. Und für die eigene Gesundheit sind 70, 80 Euro viel, also die Frage würde ich gerne stellen. Ich würde sagen, nein. Bevor ich also 4 Monate warte oder 3 oder wann auch immer ich irgendeinen Termin kriege bei einem Psychologen oder bei einem Therapeuten, dann investiere ich vielleicht selber die 80 Euro, nehme die in die Hand und gehe sozusagen, lass mich, entweder bezahle ich es alleine, gehe in die Praxis, ja, das ist ja möglich, oder ich nehme den Dienst von Mentavio in Anspruch, um dementsprechend so den ersten Weg sozusagen zu öffnen, was mit mir eigentlich los ist. So, und gar keine Frage, bin ich ganz bei Ihnen, aber man muss natürlich 2 Sachen bedenken. Erstens, dass sich das nicht jeder leisten kann, und zweitens, dass ich ja auch eine Krankenversicherung habe, die mir natürlich helfen sollte, wenn ich krank bin und Hilfe benötige. Also ich denke, und da sollte auf jeden Fall gesetzlich halt was passieren, dass das möglich ist. Auf jeden Fall, ja. Das sehe ich genauso. Also klar kann man, so wie Herr Kampschulte schon sagte, viele Leute geben ganz viel Geld zum Beispiel beim Friseur aus und kümmern sich dann mit eigenen finanziellen Mitteln darum, was auf dem Kopf los ist, aber nicht unbedingt, was im Kopf los ist. Aber klar, gebe ich Ihnen völlig recht, die Krankenversicherung ist da schon in der Pflicht. Und ich glaube auch, die jüngere Generation, die für alle Lebenslagen einfach gewohnt sind, auch online Fragestellungen loszuwerden oder sich Informationen zu suchen. Für die ist das einfach ein total probates Mittel und ein gangbarer Weg, schnell und unkompliziert möglicherweise auch mit ihren Anliegen mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Krankenkasse das blockieren sollte. Vor allen Dingen liest man ja auch in der Presse immer wieder, dass es wohl Monate dauert, bis man einen Therapieplatz bekommt. Frau Cerutti, Sie als Psychologin, können Sie das kurz erklären, warum das so lange dauert, einen Therapieplatz zu bekommen? Ist das ja wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Also auch ich arbeite aufgrund der riesigen Nachfrage mit einer Warteliste, und bei mir warten die Leute mindestens 9 Monate auf einen Therapieplatz. Wow, weil, lange Zeit. Ja, in der Region Niederrhein und westliches Ruhrgebiet, wo ich niedergelassen bin, herrscht einfach eine dramatische Unterversorgung. Es gibt viel zu wenige Therapeuten. Das wird jetzt gerade in diesen Wochen nachjustiert. Also es gab eine Bedarfsüberprüfung und es wurde inzwischen anerkannt, dass es zu wenig Therapieplätze gibt, aber die Wartezeiten sind immens. Und Sie können sich vorstellen, wenn es Ihnen jetzt schlecht geht und dann muss ich Ihnen als Therapeutin sagen, es tut mir leid, ich nehme Sie gern auf die Warteliste, aber wir können erst in 9 Monaten miteinander sprechen, ist das natürlich frustrierend, und da kommt auch für den einen oder anderen die Hilfe zu spät oder Erkrankungen chronifizieren unnötig, die vielleicht gar nicht so schlimm geworden wären, wenn man schneller hätte helfen können. Ich denke, ein Grund mehr, da diese Online-Therapie auch bei den Krankenkassen die zu öffnen und zu bezahlen. Herr Kampschulte, was mich interessieren würde, glauben Sie, dass Online-Therapiestunden gleichwertig sind wie Therapiestunden in einer Praxis? Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile? Also okay, das ist jetzt eine fachliche Frage. Ich bin kein Therapeut. Das könnte Frau Cerutti, glaube ich, besser beantworten. Aber
die Studienlage ist ja eindeutig. Es gibt also für bestimmte Krankheitsbilder sind weltweite Studien dazu gelaufen. Und bestimmte Krankheitsbilder sind sozusagen, ist eine Face-to-Face- und eine Online-Therapie gleichwertig, also der Behandlungserfolg. So, und das ist was, wo wir glauben, wo die Krankenkassen auch ansetzen könnten. Ja? Also sozusagen da, wo es eine Studienlage gibt, dort könnten sie anfangen, zum Beispiel dieses Thema zu lockern und nicht generell zu sagen, nein, mit uns gibt es keine Online-Therapie. Aus den und den Gründen, obwohl eben weltweit in Amerika, in Holland, in England darüber geforscht wurde. So, und die Studie kann man ja auch eindeutig abrufen und auch lesen. Es gibt auch mittlerweile bei der Bundestherapeutenkammer zwei Lager. Das eine Lager sagt, wir brauchen mehr Online-Prävention, Online-Therapie, und die anderen sagen, wir brauchen es nicht. Ja, und offensichtlich ist da so ein kleiner Streit entfacht. Haben Sie es denn selbst schon mal ausprobiert, Therapie oder Coaching online? Nee, ich hatte bisher den Bedarf noch nicht. Das ist ganz lustig. Also ich spreche jeden Tag mit Therapeuten, weil wir immer ein Einführungsgespräch, ein Testgespräch über die Plattform machen. Dadurch kenne ich alle Therapeuten, die Sie hier bei Mentavio finden, die kenne ich auch alle persönlich. Ich weiß auch, wie sie aussehen. So, und wahrscheinlich ist es schon Teil eines Coachings, einer Therapie. Nee, es ist, ich brauche das bisher noch nicht. So, deshalb habe ich es auch noch nicht in Anspruch genommen, aber ich kenne halt viele, die das gemacht haben. Und wir kennen auch natürlich viele, viele Meinungen und Stimmen unserer Therapeuten, die dann auch uns berichten über ihre eigene Erfahrung mit Klienten, die zum Teil aus Amerika kommen, die aus China anrufen, also Deutsche, die im Ausland leben, die keinen Zugang haben zu deutschsprachigen Therapeuten, die nutzen inzwischen auch unsere Plattform. So, und auch mit denen haben wir so zum Teil auch Kontakte. Das sind Menschen, die leben 30 Jahre in Amerika und suchen den Rat bei einem Therapeuten hier auf unserer Plattform. So, und jetzt ist die Frage, wir adressieren das als Beratung, ja, aber klar ist auch, dass wahrscheinlich aus der Beratung, je länger sie dauert, ein Stück weit auch ein therapeutischer Ansatz stattfindet. Das will ich gar nicht ausschließen. Zu Frau Cerutti, ich wollte Sie da auch in diese Richtung befragen. Und zwar auch, wie Ihre Erfahrungen mit der Online-Therapie sind. Wir haben jetzt über sehr viele positive Dinge gesprochen. Aber was ich mir auch vorstelle, es ist doch bestimmt für Ihre Patienten gar nicht so einfach, auch dann einen ungestörten Ort zu finden, weil man möchte ja nicht, dass jemand mithört. Dann auch einen Ort zu finden, wo die ganze Technik funktioniert. Also ich brauche einen Laptop, ich brauche eine Internetverbindung, das muss alles funktionieren. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit der Online-Therapie? Ich war am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, ganz ambivalent und skeptisch. Und genau aus dieser Skepsis heraus ist ja im Grunde auch mein Impuls entstanden, mir das überhaupt mal anzuschauen. Also ich dachte, bevor ich das vorverurteile und in das Horn derjenigen tute, die sich komplett gegen Online-Beratungsangebote aussprechen, schaue ich mir das lieber erstmal selber an. Und man weiß aus der Therapiewirksamkeitsforschung, dass ein ganz großer Teil des Therapieerfolges darauf basiert, also fast zu 80%, nicht auf der Technik des Therapeuten oder auf seinem therapeutischen Hintergrund, sondern auf der Beziehung, die man schafft, zueinander aufzubauen und dem guten Draht, den man miteinander hat und die vertrauensvolle Arbeitsbeziehung. Und das habe ich mir extrem schwer vorgestellt, im Online-Setting überhaupt umsetzen zu können, weil man sich ja eben nicht komplett sieht, weil man sich nicht gegenüber sitzt. Deshalb habe ich gedacht, ich probiere es mal aus und muss sagen, dass ich total positiv überrascht bin, was diesen Punkt angeht. Also ich habe jetzt einige Patienten ja schon online betreut und ja, man sieht immer nur den Ausschnitt so bis zu den Schultern. Die Körpersprache fällt weg, die kann ich nicht so richtig gut sehen. Das wäre vielleicht was ich so als eigentlich ganzheitlich denkender Therapeut ein bisschen vermisse manchmal. Aber dennoch kommt eine unglaubliche Nähe auf, auch via Bildschirm. Also jeder Skeptiker sei herzlich eingeladen, sich das mal anzuschauen. Man kommt schon sehr, sehr gut und sehr vertrauensvoll miteinander in Kontakt. Und was so die technischen Gegebenheiten angeht, also es gibt ja wirklich kaum jemanden heutzutage, gerade auch unter den jüngeren Menschen, der nicht ein WLAN-fähiges Handy hat. Und damit sind wir ja schon dabei. Also die meisten Leute nehmen die Online-Beratung in Anspruch von zu Hause aus, wie Sie sagten, mit einem Laptop.
und einfach dann über WLAN. Das ist eigentlich nicht schwierig. Da würde ich ganz gerne mal einhaken, Herr Kamp-Schulte, diese Sache mit dem Handy. Laut Ihrer Internetseite klappt die Übertragung der Zeit ja nur von einem Windows- oder Apple-Computer mit den Browsern Chrome oder Firefox. Und eben Smartphones und Tablets funktionieren nicht, so wie ich das verstanden hatte. Oder nee, funktioniert das doch mit dem Handy und dem Tablet? Nee, das geht schon. Also klar, es soll logischerweise, weil viele unserer User natürlich mobil unterwegs sind und flexibel sein wollen, soll es natürlich auch über Smartphones und Tablets gehen. Da muss ich sagen, es geht, klar, weil ein Chrome und ein Firefox gibt es auch für ein Smartphone und ein Tablet. Es ist richtig, dass die Anwendung zu 100% läuft mit dem Firefox und dem Chrome-Browser. Da muss man aber auch sagen, rund 90% der Weltbevölkerung nutzen diese beiden Browser. Deshalb. Ja, aber nicht unbedingt auf dem Handy. Na klar, auf dem Handy, klar gibt es den mobilen Browser Chrome und Firefox fürs Handy. Also Aber das benutzen nicht 90%. Nee, natürlich nicht. Aber diese beiden Browser, so und Chrome und Google und auch Firefox haben auf natürlich. Auf dem Rechner definitiv. Vollkommen klar, sehe ich auch gar kein Problem. Meine Frage geht hinsichtlich mobile Nutzung, weil wir wissen inzwischen, dass hauptsächlich die Leute über die mobilen Geräte ins Internet gehen und eben nicht mit dem Festrechner. Deswegen meine Frage, wie stabil funktioniert das? Funktioniert das mit jedem Smartphone? Da ist es eben dann nicht immer so einfach, auf diese Browser zuzugreifen. Mit einem iPhone zum Beispiel benutzen die meisten Leute Safari, um ins Internet zu gehen. Genau, also und wir testen alle unsere Anwendungen auch auf dem Smartphone und also unsere IT und auch wir machen ständig Test-Sessions und es funktioniert. Das Einzige, was wir jetzt gerade noch überarbeiten, ist die Usability. Die App wird kommen, damit man eben wirklich einfach eine Verbindung herstellen kann. Wie gesagt, die Userführung, die ist gerade noch in der Überarbeitung, aber ansonsten funktioniert es natürlich. Klar kann man auch übers Handy eine Web-RTC, also praktisch eine Videositzung mit dem Therapeuten machen. Kein Problem. Ja. Frau Cerutti, und wie sieht das mit dem ungestörten Ort aus? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ein Familienvater beispielsweise, ist er dann nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo einen niemand hört, wo man sich zurückziehen kann, wo man Internet hat? Kennen Sie diese Probleme von Ihren Patienten? Nein, eigentlich nicht. Also das hat bisher noch niemand so zur Sprache gebracht, dass das problematisch sei. Also wir einigen uns ja auf einen Termin, den derjenige dann vorschlägt oder derjenige bucht sich in ein von mir freigegebenes Zeitfenster ein. Und ich weiß, dass eine Klientin zum Beispiel gerne abends dann mal länger im Büro bleibt und da dann einfach sich einschließt und ihre Ruhe hat. Und ein anderer Klient hat ein Arbeitszimmer, das er nutzen kann, wo er ungestört ist. Also das wurde bisher eigentlich noch nicht so problematisiert. Wie sieht's denn mit der Sicherheit aus? Die Frage muss ich wahrscheinlich Herrn Kamp-Schulte stellen. Es gibt ja wohl kaum ein intimeres Gespräch als das Gespräch zwischen Therapeut und Patient. Kann ich denn sicher sein, dass Gespräche nicht mitgehört oder heimlich mitgeschnitten werden können? Und auch eine wichtige Frage, zeichnet denn der Therapeut das Gespräch auf? Also ich beantworte mal den ersten Teil. Also wir haben sehr viel Geld ausgegeben, weil wir natürlich wissen, um was es sich hier, dass es wirklich um hochsensible Daten geht. Wir haben viel Geld ausgegeben, um sozusagen die Datensicherheit als Prio 1 zu sehen. Die Technologie, die wir benutzen, das heißt, es ist ein Web-RTC, nennt man das. Die findet in der Telemedizin Anwendung und die ist Peer-to-Peer, das heißt von Anwender, also zwischen Therapeut und Klient verschlüsselt. Sie ist abhörsicher, sie wird nicht aufgezeichnet, man kann sie in dem Sinne nicht aufzeichnen, wir zeichnen selber nichts auf und zusätzlich tauschen sie ja Klient und Therapeut Nachrichten aus über unsere Plattform. Diese Nachrichten verlassen nicht unsere Server, man kriegt eine E-Mail, dass man eine Nachricht hat, muss sich sozusagen einloggen und auch diese sind bei uns auf dem Server verschlüsselt, also kein Support-Mitarbeiter oder wir oder der Zugriff hat auf den Rechner, auf den Server, kann eine Nachricht lesen. So, also das ist Prio Nummer 1 und es wäre eine Katastrophe, wenn es anders wäre.
Naja, man hört ja immer von so Fällen, deswegen muss man ja mal nachfragen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die das vielleicht zum ersten Mal machen, weil das, glaube ich, wäre schon eine große Angst. Es ist ja schon sehr intim. Und Sie zeichnen das Gespräch auch nicht auf, Frau Cerutti? Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Also genau, wie Sie schon sagen, die vertrauliche Behandlung von Daten ist ja nicht nur in unserer Berufsordnung verankert im Rahmen der Schweigepflicht, sondern ganz klar erstreckt sich das im Online-Bereich natürlich auch auf den Umgang mit personensensiblen Daten. Und ich zum Beispiel habe mein Angebot auch vom Bund Deutscher Psychotherapeuten zertifizieren lassen. Also das heißt, die Wahrung von ethischen und rechtlichen Grundsätzen ist auch darin verankert und natürlich wird nichts aufgezeichnet. Jetzt haben wir sehr viel über Therapie gesprochen. Es gibt natürlich auch noch Thema Coaching. Meine Frage an Sie beide: Was würden Sie denn sagen, sind die Gründe, warum unsere Leser bzw. unsere Zuhörer sich Mentavio einmal näher angucken sollten? Also für wen ist diese Plattform interessant? Ja, also ich denke, dass Online-Beratung dann eine gute Sache ist, wenn man nicht schnell und zeitnah ein passendes Beratungsangebot in der Nähe finden kann, face-to-face, also so ein bisschen, wie Herr Kamschulte schon sagte, auch zur Überbrückung der wirklich langen Wartezeit. Dann habe ich viele Klienten, die aufgrund beruflicher Belastung vor Ort keine Termine stringent wahrnehmen können, also Menschen, die beruflich viel eingebunden sind, viel reisen müssen, die täten sich schwer, einmal die Woche pünktlich zu ihrem Therapeuten zu gehen. Für die ist das auch eine sehr gute Möglichkeit. Oder auch für Patienten, die aufgrund von physischer oder auch psychischer Einschränkungen die Praxis gar nicht aufsuchen können. Ich denke da zum Beispiel an Patienten mit starken Angststörungen, mit Kontaminationsängsten oder sozialen Unsicherheiten, die sich im Ernstfall sogar schwer tun, überhaupt ihre Wohnung zu verlassen, geschweige denn, dass die eine Praxis aufsuchen würden. Für die kann das auch ein guter erster Schritt sein. Ja, und nicht zuletzt gibt es ja auch Fragestellungen im Leben und das geht dann weniger so in die Richtung Therapie, sondern eher Beratung und Coaching, dass man so eine knackige Fragestellung hat, da, die man gerne mal mit jemandem reflektieren würde und da aber dann eben auch nicht 9 Monate auf einen Therapeuten warten möchte, sondern wo man sich einfach schnell und unkompliziert vielleicht in einer, vielleicht in 2 Sitzungen so ein bisschen Rückhalt holen kann und mit jemandem darüber sprechen. Das sind so die Ideen, die ich dazu habe, für wen Online-Beratung gut sein könnte. Ich kann fast gar nichts hinzufügen, weil genau, also es ist für jemanden, der spontan Hilfe sucht, wir reden auch über Lebensberatung, ja, also es geht auch so, wo geht mein beruflicher Weg hin? Also der Psychologe ist ja jetzt nicht nur für Depression und Burnout zuständig, sondern der kann mir natürlich auch so den wieder zeigen, wie ich mich vielleicht anders durchs Leben bewege, als ich es jetzt tue, ja, aufgrund, keine Ahnung, von eingefahrenen Strukturen. Das ist also auch eine Art Coaching. So und ja. Dann zu unserer letzten Frage. Die letzte Frage unseres Interviews ist traditionsgemäß immer eine Frage zu der Heimat der EN aktuell und welcher Platz im Ennepe-Ruhr-Kreis unseren Interviewpartnern besonders gut gefällt. Da wende ich mich jetzt wohl am besten an Frau Cerutti. Soweit ich informiert bin, arbeiten Sie auch mit einer Unternehmensberatung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis zusammen. Die sitzt in Herdecke und die bucht Sie regelmäßig für Seminare und Coachings. Führt denn diese Zusammenarbeit auch ab und zu Sie in den schönen Ennepe-Ruhr-Kreis? Und wenn ja, was gefällt Ihnen denn hier besonders gut? Ja, in der Tat führt mich das manchmal nach Herdecke, wie Sie schon sagten. Und jetzt bin ich allerdings wirklich, muss ich sagen, geografisch überfragt, wie das da heißt. Aber ich weiß, dass es ein schönes Hotel direkt am Wasser gibt, wo wir manchmal auch Seminare geben. Ich kann es Ihnen jetzt leider namentlich nicht benennen. Aber jedenfalls finde ich Herdecke sehr nett. Und ich habe auch gar nicht so weit, in Bochum, das ist nicht Ennepe-Ruhr, aber das war so am nächsten dran, wo ich mal Zeit verbracht habe. Leider bin ich also nicht so versiert, über schöne Plätze in Ihrem schönen Landkreis Auskunft zu geben. Aber es freut uns natürlich, wenn es Ihnen in Herdecke gefällt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit und für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Sehr gerne, danke auch. Vielen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Hörer. Danke, tschüss. Tschüss.